Hoch. Und damit hoffentlich willkommen zurück. Müsste passen. Spiel ist auch da. Gut. Also, ich habe hier massive Probleme mit Piraten. Das hätte ich nicht gedacht. Das nervt aber. Kampfbereit. Hier unten schaut's gut aus. Schon viel besser. Eine verbündete so. Flotte ist eingetroffen. Das haben wir verloren. Rest müssen wir gucken. Ansonsten bin ich gerade am Forschen, dass ich irgendwie den Titan fertig krieg, so schnell wie es halt geht, ne? Und dann leveln und dann durchknallen. Forschung abgeschlossen. Wird aber nicht einfach. Wird definitiv nicht einfach. Aber wir schauen mal. Ich brauche 4 Militärlabore, das sollte ich hinkriegen. Und hier wird mir halt vieles zerbombt und zerballert, aber das ist halt so. Verbündete Truppen werden angegriffen. Ich find's nicht gut, dass der Gegner diesen Planeten erobert hat. Phasensprung abgeschlossen. Das ist schon mal ein großer Nachteil. Ich find's auch krass, was die hier haben. Schaut euch das mal an. Hier 19 von diesen Gardisten und 13 Sucher und dieser ganze andere Quatsch. Das ist schon sehr viel Zeug. Und meine Leute sind irgendwie so ein bisschen... Weißt du, die verlieren auf jeder... an jeder Front. Na? Ist nicht so toll. Aber ich habe gesagt, ich habe gelernt und diesmal lasse ich die KI machen, was immer sie machen möchte und gut ist. Das muss ich ihr zugestehen. Alles andere wäre mehr als nur riskant, das wäre einfach nur dämlich. Eine verbündete Flotte ist so, nächstes Ding. Ich will wirklich so schnell wie möglich jetzt auf den Titan gehen und dann forschen wir halt volle Kanne hier, Defensive, bum bum bum. Dass der richtig viel aushält und richtig viel Schaden auch dann machen kann. Und Rest müssen wir mal sehen. Ob das so klappt, weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch keine gute Strategie. Aber das müssen wir jetzt halt mal sehen. Und der Orangene, der kämpft hier sehr stark. Verstärkung greift in die Schlacht ein. Und der Gelbe, der hat schon einige Truppen verloren. Bauwerk komplett. Einige Angriffe, die nicht so gut liefen. Ich muss ihn hier jetzt erstmal verteidigen. Und den Rest muss man dann sehen, ne? So. Noch ein bisschen Logistik. Frage, stopp, brauche ich das überhaupt? Ja, okay. Das muss sein. Der baut hier. Ah ja, da kommt auch ein großes Schiff. Schon Stufe 4, der hat schon viel gekämpft, der Panzerkreuzer. Meiner ist ja Stufe 2, der hat noch nicht so viel gekämpft. Aber der kann sich ja jetzt hier ein bisschen... Ja genau, wenn der jetzt hier hingeht und dann helfen die... Mit meinem Titan werde ich hier dann angreifen, sobald ich den habe. Steht unter Belagerung. Ja, das wissen wir ja schon. Wohin, Commander? So. Sollte aber alles machbar sein. So, als nächstes brauche ich ein drittes Labor. Muss ich bauen, kostet Geld. Habe ich fast. So. Jetzt kann ich es mir plötzlich nicht mehr leisten. Jetzt geht's wieder. Planetenentwicklung abgeschlossen. Guten Tag, Commander. So, ich hoffe, mein Großkampfschiff schafft es gegen die ganzen Blödpiraten. Es sind nämlich schon sehr viele Gegner hier. Vielleicht sollte ich hier noch eine Gauss-Kanone bauen. Nur um sicher zu gehen, ne? Forschung abgeschlossen. Oh, wow, der Rote kommt sofort und tötet mich. Jetzt wird's böse. Ich glaube, damit habe ich verloren, oder? Habe ich nicht kommen sehen. Aber ohne Verbündung, verbündete Truppen wird das nichts. Ja, schaut euch das an. Flotte 5. Die Schilde eines unserer Großkampfschiffe sind unten. Wo ist denn mein Großkampfschiff überhaupt? Wo fliegt denn das hin? Kampfbereit. Ich mache kurzen Prozess. Das schaut sehr böse aus. Vielleicht kann ich hier mit Static D noch was retten, aber ich glaub's eher nicht. Guten Tag, Commander. Schon viel besser.
Kleinigkeit. Weil halt hier auch der Lilane mit ganz viel Zeug kommt. Eine neue Kolonie wurde gegründet. Der lässt mich nicht sofort auf den Titan rushen. Ich glaube, das werde ich nochmal probieren müssen. Schaut böse aus. Fahren Sie fort. Ob es mich wirklich wundert? Naja, also in dem letzten Spiel war die KI von mir ein bisschen besser. Guten Tag, Commander. Ich glaube, fast mit dem werde ich abhauen müssen. Commander. Das hält ja nicht durch. Vielleicht bin ich auch zu schnell gewesen, aber da ist halt die Frage jetzt. Wie verteidigt man sowas? Berechne Sprungkoordinaten. Komm Link aktiv. Nee, also der muss weg, der muss erst seine Schilder hochbringen, bevor da was geht. Die lebt halt doch gar nicht, ne? So, 800 und noch irgendwas. Schauen wir mal. Ich will es halt ausprobieren, ob man da hinrushen kann oder nicht. Vielleicht kommen ja auch meine Verbündeten zur Unterstützung, zur Hilfe. Die haben ja was, ne? Der Gelbe hat hier Zeug. Der hat hier Zeug. Also theoretisch wäre das machbar. Bauwerk komplett. Jetzt bin ich nur mal gespannt, ob die Gauss-Rail-Kanonen mir hier helfen. Es sieht düster aus, aber vielleicht klappt es ja auch, ne? Wenn die jetzt sich hier mit der Werft und so beschaffen. Muss man mal gucken. Mehr Kristalle benötigt. Ich will halt jetzt keine Kristalle kaufen, weil ich kriege schon einige. Pro Sekunde. So. Kampfbereit. Sobald der seine Schilde oben hat, können wir anfangen. Können wir wieder rübergehen. Aber nicht vorher. So. Es wäre cool, wenn ich einen Notruf ausschicken könnte. Also so, dass die KI entscheiden kann, ob sie mir helfen will oder nicht. Verbündete Truppen werden angegriffen. Andererseits glaube ich, dass die KI schon wissen wird, was sie macht. Und wann sie eingreifen sollte und wann nicht. So, ich brauche noch ein Militärlabor. Wird nicht leicht, nein. Aber... mal gucken. So. Guten Tag, Commander. Mit dem wollte ich eigentlich nicht so früh wieder reinspringen, aber ich muss, es geht nicht anders. Die Gauss-Ray-Kanone nimmt nämlich schon sehr großen Schaden. Von den ganzen kleinen Fliegviechern hier. Das ist natürlich sehr schlecht. Oh, und die kleine Werft, ich weiß nicht, ob die das aushält. Sieht schlecht aus. Ich wünschte, die KI würde mir helfen. Oder sie halt zum Rückzug bewegen. Aber wenn ich jetzt sag, hier kommt's, hier helft mir, dann wird das wird ein Desaster. Das sehe ich jetzt schon. Bauwerk komplett. So, ich brauche nochmal Geld. Ich habe halt nur diese eine Strategie, die ich jetzt verfolgen kann. Auf Truppen zu gehen lohnt sich nicht. Nicht in dieser Situation. In keinem Strategiespiel der Welt wäre das eine gute Aktion. Allerdings bezweifle ich, dass ich das große Schiff besiegen kann. Ich sollte erstmal die kleinen angreifen, habe ich das Gefühl. Na? Erstmal die kleinen angreifen. Ja, die Gauss. Ich kann mir damit Zeit kaufen. Mehr nicht. Und jetzt greifen die Piraten mich, glaube ich, nochmal an. Das kann mir jetzt helfen oder auch nicht. Kommt drauf an, wo sie angreifen. Kampfbereit. So. Die beiden Dinger kann ich zerstören. Damit wenigstens mein Planet ein bisschen durchhält. Das braucht man immer bauen. Ich schau halt mal. Ich weiß noch nicht. Schaut gerade nicht so super aus. Habe ich nicht Flakfeuer? Doch, Flakfeuer habe ich. Okay. Das wird unsere Glanzstunde. Ich kann halt wirklich nicht so viel machen. Die Schilde eines unserer Großkampfschiffe sind unten. Die Schilde sind unten. Ich weiß auch nicht, ob ich wirklich auf den Titan kommen werde. Das ist so eine lange Sache noch. Ja, es kostet Geld.
Das ist das Erste. Das kostet wirklich Geld. Aber vielleicht klappt's ja. Ich kann ja unten eine Titanwerft bauen und dann einen bauen und dann hochschicken oder. Komm, Link, aktiv. Es wäre halt mies, den Hauptplaneten zu verlieren. Aber während die sich hier an meinem Hauptplaneten die Zähne ausbeißen, macht die KI was. Also vielleicht schaffen wir es. Wenn ich lang genug durchhalten kann, das ist halt die Voraussetzung. Und die Wahrscheinlichkeit würde ich als sehr gering einschätzen. Aber möglicherweise geht da was. Nur die Bevölkerung schwindet halt langsam. Zusätzliche Credits benötigt. Was nicht gut ist. Und die Gauss-Kanonen, ja, sie machen ein bisschen Schaden, aber richtig gute Verteidigungsstrukturen sind es nicht. Berechne Sprungkoordinaten. Naja. Schauen wir mal. Ich probiere mich hier einfach mal ein bisschen aus. Es ist halt auch ein 3 gegen 3, da kann viel passieren. Im 1 gegen 1 würde ich das wahrscheinlich ein bisschen langsamer spielen. Aber immerhin bekommen wir jetzt diesen Planeten. Das ist ziemlich gut. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Ja. Wo? Naja. So, hier sind jetzt die Piraten, die ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Notfallstrukturen. Ich glaube, da brauche ich nichts von machen. Das ist. Das wird nicht funktionieren. Vor allem, weil das Schiff halt wirklich durchhält. Ja gut, die Schilde gehen schon ein bisschen runter. Ich muss halt gucken. So, als nächstes kann ich forschen. Laserverstärkung und Zieldinger und so weiter. Da geht's dann richtig zur Sache. Sobald ich mir den Titan leisten kann. Das ist das Erste, was ich machen werde. Ist sich den Titan leisten. Ich habe keine taktischen Plätze zur Verfügung. Das ist böse. Habe ich hier unten taktische Plätze? Nein. Okay. Dann werde ich taktische Plätze bauen müssen. Wird nicht helfen. Damit geht es dann und dann brauche ich Geld. So, 120, das passt. 300, vom Geld geht's her. Es wird gehen. Ich glaube nur nicht, dass mein Planet das lange durchhält, das Spielchen. Das ist das Problem. Aber ich probiere mich aus. Ich werde sehen. Das zumindest schaut gut aus. Also es ist so ein 2 gegen 2. Beziehungsweise so ein Dümm-Schlag, ne? Wo die einen links punchen und die anderen punchen auf der rechten Seite und einer krepiert halt. Leider ist das nicht ein Hauptplanet, sondern das wäre besser, wenn hier irgendwo ein Hauptplanet angegriffen werden würde. Aber ich lasse die KI machen, was sie meint, weil die ist nicht Planetenentwicklung abgeschlossen. Die wird sich das gut überlegt haben und wird wissen, was er macht. Guten Tag, Commander. Nein, das Schlachtschiff ist zu verletzt. Das kann ich nicht nochmal in den Kampf schicken. Werde ich auch nicht tun, ist zu riskant. So, ich brauche Zeug. Ich kann doch meinen Verbündeten sagen hier, oder? Auftrag erteilen. Ging das nicht irgendwo? Mehr Forschung nötig, okay. Ich müsste forschen. Was müsste ich denn forschen? Weiß ich nicht. Irgendwo müsste ich das forschen, dass ich das machen kann. Ja, so Handelsbündnis und so Zeug, ne? Na gut. Großkampfschifffabrik benötigt. Nee, ich will ja einen Titanen haben. So. Bumm. Bumm. 300 haben wir gleich. Das schaut sehr böse aus. Ich glaube, den Hauptplaneten werde ich verlieren. Bauwerk komplett. Und ob ich dann noch einen Titanen erstellen werde können. Erwarte Befehle. Ich glaub's fast nicht. Aber ich kann ja darüber gehen und sobald sie den Planeten zerstören, hole ich mir den da. Das ist dann recht egal. Ich habe dann zwar keinen Hauptplaneten-Upgrade mehr. Es wird auch ohne irgendwie gehen. Und das wird halt teuer. Ich weiß nicht, wie ich auf so viel Geld kommen soll. Aber ich muss irgendwie, ne? Benutzt 2 Kommandopunkte und 150 Versorgung. Habe ich auch nicht. Muss ich auch noch forschen.
Autsch. Okay. Nun denn. Nee, da geht nichts. Das... Ich kann zwar hier mit so Gauss-Ray-Kanonen so ein bisschen hin und her springen, aber im Großen und Ganzen ist es nur Zeitschinderei. Der Planet fällt aber und den hole ich mir dann auch und dann baue ich den aus. Also ich muss auch so ein bisschen flexibel sein, habe ich das Gefühl. Ne? Bauwerk komplett. Nicht so versteift, aber das wird schwierig. Komm, Link, aktiv. Also es wird wirklich schwierig. Wie viele taktische Plätze habe ich denn hier noch frei? Drei. Da kann ich drei von diesen Defensiv-Gauss-Dingern bauen, das war's. Angesichts dessen, wie schnell mein Planet hier kaputt geht, brauche ich das vielleicht auch. Aber, na, mal schauen. Naja, mal schauen. Es ist... Das... weiß nicht. Sie haben ja hier, glaube ich, auch ein Ding zerstört. Ja, ein dieser Metallextraktoren ist schon tot. Schade, aber okay. Hilft nichts. Aber hier, die hole ich mir. Der Planet, der stirbt bald und dann nach Möglichkeit werde ich mir den holen. So, Titanwerk fertig. Ich brauche aber wirklich Geld. Ja. Und das hole ich mir erst kurz vor Schluss. Also wirklich kurz bevor ich mir den Titan leisten kann. Ansonsten lohnt sich das gar nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob auf den Titan zu rushen sich lohnt. Normalerweise lohnt sich sowas nie. Aber ich probiere es jetzt einfach. Ich habe keine andere Idee. Ich wollte es ausprobieren. Ich bin sehr überrascht gewesen, wie schnell die KI meinen Planeten hier mit so einer riesen Flotte bombardiert. Aber das ist schon in Ordnung. Guten Tag, Commander. Bereit zum Phasensprung. So, dafür gehört uns das hier. Und meine KI hat halt auch Zeit zu machen, was immer sie will. Der Gegner allerdings auch. Der hat hier drei Planeten, hier drei und hier. Ah, deswegen ist der Rote so stark. Der Orangene ist nicht so stark, ja. Der verliert. Der Orangene ist so wie ich, der Blaue verliert halt. Ja. Na, muss man mal gucken. Ich finde das schon sehr spannend. Kann ich mir hier die Zeit erkaufen, die ich brauche, um das zu gewinnen? Um auf den Titan zu kommen. Und den dann hochzuleveln, dass der auch mit genug Wumms ausgerüstet ist. Das ist ja dann die nächste Sache, ne? Zusätzliche Credits benötigt. Zusätzliche Credits benötigt. Viel Geld kriege ich auch nicht. Das ist sehr wenig. Ja. Das ist wirklich sehr wenig. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Wundert mich aber auch nicht. Immerhin ist mein Hauptplanet ausgelöscht und kann kein Geld mehr machen. Ne? Kampfbereit! Guten Tag, Commander! So, ich glaube, ich sollte leveln, aber irgendwie. Das gefällt mir auch nicht, dass der das hat, aber. Sollte nicht so schlimm sein. Ich behalte mein Schiff hier. Sicher ist sicher. Jawohl, obwohl, ich Commander, könnte kurz sofort hinspringen und dann wieder wegspringen. Das funktioniert normal relativ gut. Berechne Sprungkoordinaten. Ja. Und hier baue ich halt dann den Titan, sobald es geht. Allerdings brauche ich noch die Besatzung und dann brauche ich die Versorgung. Und das wird teuer. Das wird sogar sehr teuer. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Ja, das habe ich auch nicht ausgebaut. Die Steuereinkommensrate ist da ziemlich niedrig. Kampfbereit! So. Kannst eigentlich gleich wieder wegspringen. Jawohl, Commander! Sofort! Für die Heimatwelt! Nee. Spring weg. Flieh. Jawohl, Commander, sofort. Zivile Infrastruktur, das sollte ich mir leisten. Das ist teuer, aber ich brauche die Credits. Ich komme halt kaum an Geld ran, das ist das Problem. Ja, das ist zu teuer. Wohin, Commander? Ich weiß nicht, ob ich das bauen soll oder nicht. Ich bekomme nämlich wirklich sehr wenig Geld. Und auf 9000 oder so zu kommen,
ist damit schon sehr knifflig. Wenn nicht gar unmöglich, würde ich sagen. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Na. So, den einen Planeten haben sie jetzt zerstört. Wohin, das heißt, Commander? Den hole ich mir nach Möglichkeit. Muss einnehmbar sein. Ich dachte, es wäre einnehmbar. Erwarte Befehle. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. So, vielleicht helfen sie jetzt mir, den Planeten zu verteidigen. Ich weiß nicht, ob ich sie abkommandieren soll. Fregatten, Panzerkreuzer. Ich glaube nicht. Ich glaube, es wäre ein Fehler. Planetenentwicklung abgeschlossen. Ich lasse lieber selber machen. Ja, das macht schon was. Das bringt Geld. Das bringt wirklich Geld ein. So, und jetzt scheinen sie weiter anzugreifen. Verbündete Truppen werden angegriffen. Ich brauche halt wirklich das Geld. Ich muss auf das Geld kommen. Anders lohnt sich das nicht. Wohin, Commander? Läuft. Dass ich den nicht holen kann, das nervt mich. Fahren Sie fort. Jawohl, Commander. Also Übermittlung empfangen. Wir holen uns jetzt den Planeten. Passt. Und den Rest müssen wir sehen. Hier, das kommt, das ist doch... Ja, schaut mal, der hat hier wieder eine große Flotte. Aber das ist der Orangene, nicht der Rote. Wenn sie jetzt zusammen den Orangenen töten, besteht noch eine Hoffnung. Das Lustige ist halt, dass ich wirklich fast nichts mache. Ja, komm, bitte komm. Over. Was Guten irgendwie Tag, hilfreich wäre für meine Verbündeten. Ich bin hier nur am Rumhampeln mit meinem Planeten und der stirbt bald. Der ist bald weg. Ja, und dann fällt halt der Nächste und der Nächste und der Nächste und das war's dann. Na. Irgendwann ist Ende. Irgendwann Alliierte geht Verstärkung nichts mehr. Ist eingetroffen. Irgendwann geht nichts mehr. Wohin, Commander? Läuft. So, Planeten bitte kolonisieren. Abgeschlossen. Eine neue Kolonie wurde so gegründet. Erwarte Befehle. Jawohl, Commander. Ich frag mich, was der jetzt hier noch macht. Der müsste auch bald springen. Ja. So, den Planeten verlieren wir jetzt. Der ist weg. Steuereinkommensrate ist hier sehr schlecht. Aber na gut. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier drei Gauss-Kanonen bauen soll oder nicht. Die bringt's halt fast nicht. Na, wir sind ziemlich... Ziemlich schwach. Viel besser. Ich glaube, das wird nichts mit der Strategie. Ich wüsste aber auch nicht, wie ich das hätte verteidigen sollen. Der Planet wurde vernichtet und also selbst wenn ich jetzt, sage ich mal, so ein bisschen mehr auf Truppen gegangen, ich meine, ich habe ja nichts gehabt und habe alles verloren. Und der Gegner ist da definitiv besser dran. Ich glaube, das ist verloren. Ich brauche da mal einen Guide, denke ich mal. Von irgendjemandem einen Guide hier. Das musst du machen, dann das mit ein paar Timings. Bei Minute 5 so, bei Minute 10 so. Für so ein 3v3. Ansonsten sehe ich, glaube ich, da kein Land. Zumindest nicht auf dieser Schwierigkeitsstufe. Weil ich bin ja einfach nur überrannt worden. Und klar, ich hätte der KI sagen können, hier, komm und mach. Aber ich habe sie schon mal gesagt, greif irgendwo an, mach irgendwo was. Und die hat gnadenlos verloren. Das habe ich eigentlich nicht vor zu wiederholen, diesen Fehler. Das ist... Wohin, Commander? Ist nicht gut. Übermittlung empfangen. Ist einfach nicht gut. Ja, 1,3... Ich krieg halt wirklich fast kein Geld rein, ne? Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Naja gut, ein Planet weg. Einen braucht's noch. Gucken wir mal. Na? Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Thank you.
Thank you.